Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es vegetarischen Karotten-Hotdog. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wird eine witzige Geschichte. Ja, und wie ich das gemacht habe und was für Zutaten brauche, das zeige ich euch jetzt. Oh, let's get ready to rumble! Karotten, Dolly-Soße oder eine Remouladensoße, Röstzwiebeln, Sauerkraut, Sojasoße, Sriracha oder eine scharfe Chili-Soße, Hotdog-Brötchen und eine Limette. Für unseren Karotten-Hotdog habe ich Karotten eingefroren. Also ich habe die eingefroren, aufgetaut und dann kriegen hier Karotten eine fleischige Konsistenz. Ja, beim Karotten-Hotdog mit so einer rohen Möhre drin, knack, das ist kein Hotdog. Es soll schon so ein bisschen wurstartig werden. Ja, wenn ich jetzt hier gucke, ist die schön weich, also hat eine Konsistenz wie eine Bockwurst. Ich habe die leicht gesalzen, vakuumiert, 2 Tage eingefroren und über Nacht im Kühlschrank aufgetaut. Jetzt trocknen wir die noch ein bisschen ab. Jetzt kommen die auf den Grill. Die Plansche auf vorgeheizt und jetzt kommen die Karotten hier drauf. Richtig schön heiß. Die Plansche ist auch gefettet, also kann nichts passieren. Jetzt lassen wir sie von allen Seiten so ein bisschen braun werden. Die Karotten habe ich auf der Plansche, dass wir das die flächig Hitze kriegen. Und was ich auf dem Rost auch nicht machen kann, auf dem Rost kann ich nie ablöschen. Und ich habe jetzt hier Sojasauce. Jetzt lasse ich die in der Sojasauce ein bisschen angrillen. Jetzt noch ein bisschen noch etwas Limettensaft dazu. Hotdogbrötchen ein bisschen aufschneiden, nicht durchschneiden. Jetzt lasse ich den vorsichtig hier oben noch mal aufbacken. Würstchen sind fertig. Zum klassischen Hotdog gehört ein bisschen Sauerkraut. Eine Wurst. Soße. In dem Fall haben wir hier unsere Dolly-Soße. Röstzwiebeln. Und Sriracha. Sriracha, eine schöne, scharfe Chili-Soße. Also aussehen tut's wie ein Hotdog. Also aus dem ersten Blick würde ich sehr skeptisch sein, ist das eine Wurst da drin oder eine Karotte. Bin ja mal gespannt. Also, vegetarischer Karotten-Hotdog. Tja, klassischer Hotdog. Der Biss ist ja interessant, ne? Nach Wurst kann es nicht schmecken, ist Karotte. Wie Fleisch. Also, für alle, die gerne Gemüse essen, bevor ich mir jetzt ein Tofu-Würstchen mache, dann lieber so ein Ding. Das ist noch lecker. Ja. Und scharf ist es. Ich habe es, glaube ich, mit der Sriracha-Soße ein bisschen übertrieben. Was gibt es zu sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.